Ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Part Super Smash Bros. Ultimate, Stern der irrenden Lichter. Ich bin Train92 und letztes Mal haben wir, ich glaube, nicht Peach besiegt, einen anderen, Zero Suit Samus endlich platt gemacht. Jetzt sind wir hier mit Sheik. Wir werden aber erstmal uns einen ganz bestimmten Charakter holen. Ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist und ich weiß auch jetzt, wie wir da hinkommen. Wir werden nicht in der Stadt weitermachen, da wir da, glaube ich, schon waren. Wir müssen einmal außen rumlaufen, weil wir holen uns jetzt mal einen Main. Ich habe herausgefunden, wie man im Stream an den rankommt. Oder wie wir den im Stream halt... Also, ich habe herausgefunden, wie ich ihn im Stream bekomme und wo er ist. Also, gehen wir uns zuerst Pikachu holen. Jetzt muss ich aber den Weg erstmal wieder dahin finden. So, ich glaube, da müssen wir hier lang. Und von hier oben kommen wir da irgendwie hin. Da waren wir wohl doch noch nicht. Und trotzdem machen wir das Ganze mit Sheik, weil ich da oben eh hin will. Wir wollen auch endlich mal zu unserem ersten Boss kommen. Aber los geht's. Gegen Captain Falcon. Ach ja, und ich habe im Privaten nochmal uns einen neuen 4-Sterne-Geist geholt im Angriff. Den werden wir sicher gebrauchen können. Captain K. Rool. Mal gucken, wann der zum Einsatz kommt. Aber erstmal brauchen wir hier weniger als 1500. Lel. Oh Gott, selbst der ist zu stark. Die ist okay. Haben wir nicht noch etwas Besseres? Nee, er ist zu stark. Die sind alle zu stark, ja. Leider, dann haben wir nur sie. Und dazu nehmen wir das hier. So, das sollte passen. Legen wir los und machen diese Spastis fertig. Oder den Spasti fertig. Aber leider hat er auch Helfer-Trophäen wieder mal. Oh Gott, du Bastard, Alter. Oh nein, 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 nein. Du Huan. Ja, fängt gut an. Niederlage fortsetzt. Natürlich hat uns Captain Falcon richtig wegrasiert mit dieser scheiß Helfer-Trophäe. Krass. Ist ja ätzend. Ah. Belasto-Flip, Alter. Gott. Och ja. Das ist so unfair. Wir werden wieder mal schon am Anfang des Parts richtig weggeballert, Alter. Krass. Das ist ja richtig widerlich. Oh Gott, Alter. Oh ja. Och, was soll denn das? Och, Mann! Oh ja, ist klar. Ist klar, Captain Falcon. Oha, wir haben überlebt. Nein, haben wir nicht. Niederlage fortsetzen. Das könnte ein bisschen länger dauern. Kämpfe mit Helfer-Trophäen sind immer scheiße. Ihr seht ja, wie krass viel Damage die Helfer-Trophäe halt einfach macht. Oh Gott! So, geht doch. So, damit haben wir... Der Stern hat uns... Na, komm runter. Gott, du Bastard. So, stirb. Haben wir doch easy noch hingekriegt. Sehr schön, das war ja ekelhaft. Aber wir haben es geschafft. So muss es sein. So, weiter geht's. Oder auch nicht. Kira schickt uns was. Das ist der erste Boss, wo wir hingehen werden. Den habe ich nämlich im Stream schon gemacht und
Es kommen hier noch ein paar richtig, richtig widerliche Kämpfe auf uns zu und dafür werden wir den Charakter, den wir da kriegen, sehr, sehr gebrauchen können. Das ist auch einer der Kämpfe, wo ich euch offscreen, wo ich den offscreen mache und euch das, wie gesagt, wieder ranschneiden werde. Oh fuck. Hat seine Gründe, warum. Ich bin im Stream richtig ausgerastet. Den Stream werdet ihr auch noch sehen. Bereit? Los. Wenn ich ihn dann hochgeladen habe. Ich darf nicht auf den Boden. Der lässt Kämpfer einschlafen. So, das war's auch schon. Den haben wir easy wegrasiert, Alter. Perfekter Sieg. So, sehr schön. Wir haben eh noch einige Kämpfe vor uns, aber erstmal können wir jetzt hier lang. Macht mal die Brücke heile. Danke. Oh, Riesen-Pikachu. Oh nee, der Kampf wird wieder, das wird auch wieder so ein richtig schön widerlicher Kampf. Das garantiere ich euch, des Todes wird der Kacke, Alter. Was nehmen wir? Da nehme ich ein Laserschwert, sorry Jungs, aber... Das ist ein riesiges Pikachu, das wirft die ganze Zeit Bienenstöcke nach uns. Der greift uns die Kackbienen an, Alter. Guckt euch da an, wie viel Schaden der einfach macht, Alter. Und jetzt habe ich wieder diese scheiß Bienen am Sack, Alter. Oh, wow. Das war's. Niederlage. Der hat zwar nur 3000, aber das wird richtig, richtig nochmal widerlich werden. Wenn wir viele Belohnungen haben wollen, haben wir halt einfach überhaupt keine Wahl, als gegen den so zu kämpfen. Ja, genau. Wisst ihr auch, was das Lustige ist? Oh, jetzt habe ich wieder die Bienen, ne? Ja, war ja klar. Das Problem an den Bienen ist, man kann dann auch einfach nichts machen, wenn man sie einmal hat. Deswegen sollte man die Bienenstöcke so gut es geht nehmen und selber werfen auf Pikachu. Weil dann machen die Bienen Pikachu von selbst fertig. Oder wir haben das Pech und die Bienen machen halt uns fertig. Oh Gott! Gewonnen! Oh, er hat sich selbst jetzt ausgeschossen. Dann war der Kampf ja doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Kein Wunder, wenn er sich selbst umbringt, der Lappen, lol. Da ist er einfach in seinen Tod gelaufen, dieser Huan, Alter. Nice. So, sehr schön. Wir haben hier oben noch einen Geist. Oh, 9200. Das könnte ein bisschen heftig werden. Nee, Absol ist zu schwach. Der ist auch zu schwach. Der ist ganz gut. So, was ist denn... Erhöhte Katapultierbarkeit für alle. Ja, dann bleiben wir so. Ach ja, jetzt da ich ja Infinite gerade einsetze. Ja, die sind in einem der Parts haben wir die ja ins Dojo gesteckt. Die sind jetzt voll gelevelt, wie ihr gesehen habt. Oh Gott. Oh nein, ich sterbe nicht so einfach. Gegen fucking Yoshis, Alter. Oh Gott. Yo. Yo. Krass, Alter, wie ätzend die sind. Aber die schaffen wir, denke ich mal, easy. Das Einzige, was die halt so schwer macht, ist, die machen immer ihre fucking Rollattacke und während der kannst du die nicht angreifen. Das ist super nervig einfach. So, ein Yoshi weniger. Ja, ist klar. Ist klar. Können wir gleich beenden. Da wir eh schon raus sind, dann brauchen wir nicht so lange warten, bis wir abgekratzt sind. Bereit?
Manchmal frage ich mich echt, wie die Leute auf die Idee gekommen sind, dass das so eine gute Idee ist, 1 gegen 5er Matches zu machen, 1 gegen 4er Matches zu machen. Och komm, fuck you, Yoshi, Alter. Ja, ist klar. Och, ist Logo, Alter. Du dämlicher Drecksficker-Dino, Alter. So, damit ist die Monetarisierung schon mal hin, die ich eh nicht hab, aber kann man ja immer mal wieder einen Witz drum machen. Scheiß Drecks-Dino, Alter. Doch. Diesmal hat's geklappt. Oh ja. Ja, genau. Fuck you, Yoshi. Oh Gott. Schon hat einer der anderen fucking Yoshis das Laserschwert. Damit sind wir so gut wie am Ende. Weil wir jetzt zu gar nichts mehr kommen werden. Oh Gott. Diese scheiß Yoshis, Alter. Oh. Ja, das hast du dir gedacht, ne? Dreckiger Dino, Alter. Oh Gott. Nein! Oh Gott. Dieser Kampf wird einfach richtig eklig. Wir haben in diesem Part noch kaum was geschafft und hängen jetzt schon an diesem Kampf, Alter. Bereit? Kein Wunder, ein 1 gegen 4er Match ist auch ziemlich unfair, meiner Meinung nach. Oh Gott, Alter. Yoshi ist so ein behindertes Kackvieh, Alter. Oh ja, komm. Ah. Tja, das wird wieder mal nix. Oh Gott, ich hasse Yoshi. Wisst ihr, er steht vor dir und dann rollt er auf einmal hinter dich, Alter, obwohl ich schon am Rand stehe und ich kann aber nicht hinter ihn rollen. Wow, krass, Alter. Oh ja, komm. Na, komm! So. Oh Gott, es ist so nervig. So. Kratz endlich ab, Alter, ihr dämlichen Dinos. Krasser Spasti-Kampf, Alter. Wow. Aber am Ende kriegen wir die Kacke dann doch hin. So, Sigrid. Peach. Ups, falscher Geist. Der ist ganz okay. Brauchen wir irgendwas Bestimmtes? Nö.
nehmen wir ihn. Keine Ahnung, warum er jetzt einen ausgewechselt hat. Ach so, weil wir den schon hatten, Lel. Okay, dann war das richtig dumm. Na komm. Oh Gott, Peach, du gehst mir auf den Sack mit dieser Kacke, Alter. Oh, beide sind weggeflogen, Alter. Diese Lappen, Alter. Tschüss. Sehr gut. So muss das. So, wir kommen gut voran. Ich muss mal kurz gucken, ob wir noch was im Wissensbaum haben. Oder ob wir das alles letztes Mal schon wieder ausgegeben haben. So, lasst mich kurz gucken. Was haben wir denn? Und wo wollen wir eigentlich hin? Nee, das nicht. Ah ja, wir wollen, glaube ich, zum doppelten Ultra-Smash. Und dann gehen wir hier unten hin. So, sehr schön. Wir brauchen noch 30, 100... Oh, wow. Ein paar brauchen wir noch, sagen wir es mal so. Aber wir haben auch noch einige Kämpfe vor uns, so ist es nicht. Ein pures Smash-Duell, gib dein Bestes. Nee, die ist mir ein bisschen zu schwach, ehrlich gesagt. Die ist ganz gut, der ist ganz gut, ja. Aber das wird niemals ein pures Smash-Duell. Da gibt's bestimmt einen fucking Haken. Wie immer. Ja, stimmt, es ist Klein Palutena, wer hat's gedacht? Okay, es gab keinen Haken, war tatsächlich ein pures Smash-Duell. Sehr schön. Dafür bekommen wir Eline, die gibt uns eine Feenflasche am Anfang. So werden wir um 100 Schadenspunkte nochmal geheilt. So, und der nächste Kämpfer, aber den werden wir nicht sehen, weil ich hasse Yoshi. Also nicht so sehr wie Miku XC, aber ich hasse Yoshi. Yoshi ist kacke. In Smash finde ich Yoshi nicht so gut. Die sind alle viel zu stark, Alter. Gebt euch den. ja, wen nehmen wir denn da? Wie sieht's mit ihm aus? Ja, er ist ganz gut. So, und dann... Wow. Ach nee, Moment mal. Das ist ja ein Charakterkampf. Da gehe ich ja immer ohne Geister rein. Bereit? So, wollen wir mal. Oh, Sheik ist schön schnell, das gefällt mir. Ja, fuck you, Yoshi. Ah. Jetzt legt er los, Alter. Jetzt haut er rein, ne? Ja, dafür kriegst du einen mit meiner Raketensalve ab, Alter, du Bastard. Ja, jetzt legt Yoshi los, Alter. Jetzt geht's hier rund. Oh Gott, nein! Ich will nicht! Dieser dumme Wichser, Alter. Das ist ja eklig. Das ist so eine Sache, wofür ich Yoshis Ei hasse. Weil je mehr Schaden du hast, umso leichter fällt sie halt einfach runter. Das hätte man sich ein bisschen besser überlegen müssen. War auch schon ein Kritikpunkt im anderen Smash. Yoshi kann dich halt übelst easy rauskicken, wenn er denn will. Kommt natürlich aber auch auf den Schaden an. Wie gesagt, nur bei hohen Schaden kommst du halt schwer aus dem Ei raus. Upp, Vorsicht. So. Na, was machst du jetzt, Yoshi, hä? Oh Gott, diese jämmerliche Pussy, Alter. So, Schluck und Niere, Alter.
Du spaßt. Ja, ist klar. Natürlich. Au! So, komm! Zeit, dass wir dich vernichten, Alter. Mach einen Abflug. So, easy. Sehr schön! So macht man das. Aber was soll's. Yoshi ist halt tot. So, wen haben wir hier? Peach mit 1800. Ich glaube, da brauchen wir auch keinen. Außer, da sind jetzt mehrere Leute. Wenn da nicht mehrere Leute sind, dann brauchen wir da keinen Geist. Bereit? Los! Peach fällt halt nur langsamer. Das ist halt ein bisschen ätzend, aber... Und sie setzt oft ihren Spezial oben halt ein. Oh Gott, Peach, Alter! Au! Scheiße. Ha! Was du kannst, kann ich schon lange, Prinzesschen. Aber Sheik ist mir ein bisschen tatsächlich zu schnell. Mit Sheiks Geschwindigkeit komme ich halt kaum klar. Also im Moment noch. So, geh fliegen, Peach. Och, Peach, komm schon. Kann doch nicht so schwer sein. Oh Gott. Natürlich fliegt sie durch. Och, stirb doch einfach. Kann doch nicht sein, Alter. Das ist nicht Peach scheiß ernst, oder? Ja, danke. Das tat natürlich richtig weh. Oh, wow. Jetzt mal im Ernst. Kann doch nicht sein. Ich kick ja schon die ganze Zeit in den Rücken und die Alte stirbt halt nicht. So, geht doch. Nice, sehr schön. Oh, Mann. Oh, Junge. Wie geht's euch eigentlich so? Zum Zeitpunkt dieses Parts. So, wir haben ein Teil... Oh, Kosttorso. Der Gegner hat Superrüstung. Da werde ich de facto einfach einen Geist nehmen. Und da auch keine Spielchen machen. Weil wir haben auch noch diesen überbehinderten Geist Kosttorso jetzt gleich am Arsch. Genau deswegen. Boah, ist der ätzend, Alter. Muss hier ganz schnell weg. So, Kosttorso ist weg. Sehr schön. Auf Wiedersehen, Donkey Kong. Puh. Sehr schön. Das Laserschwert ist halt einfach so unglaublich gut, weil es halt so eine dermaßen krasse Reichweite hat. Und der nächste Nebel lichtet sich. Da ist der Charakter, den ich will. Und den Schalter brauchen wir auch noch. So, aber dafür müssen wir irgendwo oben lang. So, wir müssen hier lang, um zu dem Charakter zu kommen, den ich haben will. Erdbeben, die Stage zittert. Haben wir was dagegen? Könnte eklig werden. Wir haben nichts, was uns gegen Erdbeben hilft. Wir werden es trotzdem versuchen, weil wir da oben eh lang müssen. Zu unserem ersten Boss. Bereit? Los! Da
Da, jetzt fällt man nämlich andauernd hin. Unterschied ist, Ridley hat dieses Problem halt einfach nicht. So, auf Wiedersehen, Ridley. Aber wir haben ihn easy besiegt. Sehr schön. Dank dem Laserschwert. Da muss man dann einfach ernsthaft sagen, das ist hier wirklich richtig gut. Aber es werden hier noch richtig widerliche Kämpfe kommen. Das garantiere ich euch des Todes, Alter. Walu, Riesenglurak. Riesenverwandlung für Gegner. Haben wir jetzt mehrere Gegner oder nicht? Nein, wir haben nur einen Glurak. Bereit? Los! Die Stage ist aber cool. Oh Gott, ich hasse Bastard. Er ist halt jetzt ein Riese. Das ist halt ungeil. Weil er macht halt auch das Dreifache an Schaden. Einfach. Deswegen bin ich froh, dass wir hier so ein bisschen das Laserschwert haben. Weil so können wir einfach... Oh Gott, nein. Geh weg. Hier, mein Laserschwert wieder. Die Droprate der Items, wenn man selbst eins hat, ist aber wirklich super gering. Super hoch, Alter. Das ist wirklich mega ätzend einfach. So, auf Wiedersehen, Glurak. Also ihr verliert relativ schnell das Item aus eurer Hand. Jetzt haben wir Hinfallschutz. Danke, Walu. Hätte uns im letzten Kampf geholfen, aber da sieht man, dass der Weg eigentlich hier rüber gehen sollte und nicht davon, wo aus wir gekommen sind. So, wir müssen noch ein paar Kämpfe machen, um zu dem Charakter zu kommen. Oh Gott. Einen schwächeren Geist wollt ihr haben von mir? Nee, der ist viel zu stark. Ah ja, zum Zeitpunkt dieses Parts sollte eigentlich bald mal ein neues Projekt losgehen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also ihr werdet es noch nicht gesehen haben, weil das kommt erst die Woche darauf. Also ihr seht diesen Part am Sonntag und die Woche darauf kommt dann das neue Projekt am Freitag. Es ist Golden Sun. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ist eins meiner absoluten Lieblings-RPGs. So nebenbei mal erwähnt. So, Donkey Kong kann man abkratzen, Alter. Warum überleben die so lange? Ist doch nur Donkey Kong, Alter. Achso, es sind mehrere, Lady. So, damit sind es nur noch zwei. Einer. Na, komm runter. Du hast ein Glück, Alter. So. Boom. Und das war's mit Donkey Kong. Sehr schön. Soll ich den Charakter noch hier in den Part quetschen? Ja, ne? Denke ich schon. Dafür machen wir den nächsten dann ein bisschen kürzer. Ich möchte den Charakter gerne wirklich in diesen Part noch reinquetschen, wenn wir es denn schaffen. Wenn nicht noch allgemein viele schwere Kämpfe auf uns zukommen. Vier Kämpfe müssen wir leider noch machen. Denn, glaube ich, quetsche ich den Charakter nicht mehr hier rein. Luftangriffe. Außer es sind vier sehr leichte Kämpfe. Der Gegner bewegt sich kaum, oh Gott. Dann versuchen wir es doch. Ich weiß, welcher Kampf das ist. Der ist kacke. Also, der ist super easy. Aber er nervt halt trotzdem. Ihr werdet sehen, das ist ein riesiger King K. Rool. Der macht halt gar nichts. Wir können halt einfach die ganze Zeit auf den einprügeln. Oh Gott, das könnte knapper werden, als ich gedacht habe, tatsächlich. Aber sollten wir schaffen. Oh Gott! Oh Gott! Alter, wirklich? Ich konnte nicht mal mehr zurückspringen. Das Schiff hat nicht mal den Rand verlassen. Ich sterb halt einfach. Oh, das ist super, Alter.
Danke. Dieses absolut nutzlose Item, Alter. So sollten wir es eigentlich easy hinkriegen, weil er rutscht nicht mehr zurück. Wir können das die ganze Zeit machen. Oh Gott, jetzt ist er tatsächlich zurückgerutscht. So, easy. Der ist eigentlich wirklich ganz easy. Das mit dem Boot eben war halt super Pech. Das wusste ich halt überhaupt nicht, dass sobald das Boot den Rand berührt, du einfach stirbst. Geil. So, noch ein paar Kämpfe, dann haben wir es. Sonic, der Gegner startet mit einem schwarzen Loch. Der Gegner jagt nach Items. Dann nehmen wir einen etwas stärkeren. Weil da bin ich mir ein bisschen unsicher. Nee, der ist zu schwach. Der ist gut. Das müsste aber eigentlich Green Hill Zone sein. Dann dürfte er easy zu besiegen sein, ja. Alter. Ach ja, das war ja Sonic. Das war ja dieser Sonic, genau. Oh Gott. Oh Gott. So, easy. Der lässt sich halt nicht so einfach werfen. Stimmt, da war ja was. So, ich mache den Part, bis wir bei dem Charakter angekommen sind. Ihr werdet sehen. Diesen Charakter habe ich im Stream gefunden und darüber war ich richtig, richtig glücklich. Riesen-Yoshi. Oh, geil. Habe ich richtig Bock drauf auf so einen riesigen, fetten Yoshi-Spaß, Alter. Au. So, das war's dann für Fettsack Yoshi. Haben wir weggeballert, den alten. Schwimmer verhindert Versinken im Wasser. Könnte uns auch nützlich werden. Kann ich nur so viel sagen. Wir haben hier noch nicht einen der schrecklichsten Kämpfe im Spiel gemacht, wenn man die richtigen Geister nicht hat. Die Strömung ist viel zu stark. Sie würde dich glatt mitreißen. Ja, das wollen wir ja. So, wir sind fast da. Ach ja. Da war ja was. Esna wird auch noch richtig wichtig werden. Die hätte ich im Stream gerne früher gehabt, die alte. The Boss ist viel zu stark. Dann nehmen wir Rayman. Rayman sollte eine gute Stärke haben. Nee, gar nicht. Hier machen wir das so. Es ist halt immer noch ein Mewtwo. Los! Alter. Das war's von Mewtwo. Puh, sehr gut. Macht immun gegen Feuerböden. Das wird nachher eine große Hilfe sein, wenn wir auf zum ersten Boss gehen. Weil da gibt's einige Kämpfe mit Feuerböden. Da hätte ich die gerne im Stream halt lieber gehabt als... nicht vorm Stream. Aber ich habe meinen Main gefunden. Der ist nämlich hier. Pikachu. Und den werden wir dann noch im nächsten Kampf sehen. Ich freue mich, euch meinen Main zu zeigen, endlich. Kann ich mit Pikachu spielen. Wenn wir Pikachu denn bekommen. Wir müssen Pikachu ja erstmal besiegen. Au. Ja, denkst du entkommst mir so einfach? Nein! So, sehr schön. Autsch. Nein! Ah! Ich bin so dumm, Alter. Diesen Kampf drücken wir hier jetzt noch rein, Alter. Safe. Oh Gott! Fuck you, Pikachu! Ah, ich hasse dich!
So. Wir haben einen Main gekriegt. Sehr schön. Pikachu kämpft nun mit. Dafür wurde der Part ein bisschen länger, aber ich wollte das gerne noch hier in den Part reindrücken. Dieses Mal haben wir keinen richtig schweren Kampf gehabt. Das heißt, es wird keinen Nachtrag geben. Aber das erwähne ich jetzt auch nur einmal, weil... Wie gesagt, Nachträge mache ich, wenn schwere Kämpfe am Ende des Parts kommen. So, wir holen uns aber noch die Truhe. Moment. Licht aus dem Riss dringt. Licht, das aus dem Riss dringt, versperrt dir den Weg. Ja, ich weiß, dafür müssen wir zum Tempel des Lichts, der ist da oben. Wir haben den letzten Schalter aber eh ja schon gefunden, der ist ja hier. So, den aktivieren wir schnell nochmal. Dann wird der Part halt einen kleinen Ticken länger. Das macht aber auch nichts. Teilt ihn euch auf, wenn ihr nicht auf einmal gucken könnt. Gut, dass ich das am Ende des Parts erwähne, lel. So, holen wir uns noch die Truhe. Das ist nichts weiter als auch einfach runterrutschen, glaube ich. Weil wir kommen ja hier nicht lang. Das heißt, wir müssen nur oben lang laufen. Ah, scheiße, das war nix. Nee, tatsächlich, dann kommen wir nur von der anderen Seite zur Truhe. Gut, das zu wissen. Dann werden wir hier, also nicht hier, wir werden oben auf dem Weg zum Boss nachher dann weitermachen. Nämlich hier. Da werden uns einige richtig ekelhafte Kämpfe erwarten. Kann ich jetzt schon versprechen. So, wir legen mit Pikachu hier im nächsten Part los mit meinem Main und den werden wir sehr, sehr oft sehen. Es ist halt mein Main und ich spiele mit Pikachu am liebsten. So, aber dann würde ich sagen, ich beende hier den Part, den etwas längeren Part. Ich sage auch nicht mehr viel. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss! Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Super Smash Bros. Ultimate. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch spielen soll. Wollt ihr noch mehr von Super Smash Bros. Ultimate sehen, dann drückt doch auf die Playlists. Wenn ihr noch mehr von Mia oder MikoXC sehen möchtet, dann drückt doch auf die Vergiss-nicht-zu-abonnieren-Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!